unterwegs zum Kölner Hauptbahnhof, weil ich heute Erik besuche. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben vor einiger Zeit die Geschichte von Erik in der Maus erzählt. Erik war damals obdachlos. Das heißt, er war einer von 50.000 Menschen in Deutschland, die auf der Straße leben und keine eigene Wohnung haben. Er ist ohne festen Wohnsitz durch ganz Deutschland gereist. Vom Schwarzwald bis hoch an die Ostsee. Alles, was er besaß, passte in diesen Seesack, von ihm Hackenflitzer genannt. Er schlief immer draußen, bei jedem Wetter das ganze Jahr. Er nannte sich selbst einen Rumtreiber. Ich habe Erik damals bei unserer Aktion Türen auf mit der Maus kennengelernt. Da hat er uns in Burgdorf ein Haus gezeigt, in dem man sich um obdachlose Menschen kümmert. So, das hier das Badezimmer. Und hier ist ein Trockner, Waschmaschinentrockner. Ne? Das heißt, im Winter hat man auch gleich seine Sachen wieder trocken. Ne? Ja, toll. Das ist natürlich super, ne? Und Erik zeigte mir auch seinen Personalausweis. Denn das Besondere an dem, wo normalerweise die Adresse eingetragen wird, stand da: keine Wohnung in Deutschland. Danach haben wir uns gefragt, wie es ihm wohl im Winter geht, wenn das Leben auf der Straße viel härter ist. Und Erik hat uns das gezeigt und uns mitgenommen. Auf seine Platte, so nennen Obdachlose ihren Schlafplatz. Bin ich voll verschlafen, wa? Erik hatte im Winter Schutz unter dem Dach einer Friedhofskapelle gefunden. Dort schlief er selbst bei Temperaturen unter 0 Grad. So, aufs Feuerchen. Ein Spirituskocher war seine Küche. Jeden Morgen musste er sich wieder auf den Weg machen, um nicht entdeckt zu werden. Erik hatte auch keine Familie, mit der er Weihnachten feiern konnte. Frohe Weihnachten! Ja, danke. Heiligabend hat er deshalb in einer Kulturkirche vorbeigeschaut. Dort gab es ein warmes Essen für Menschen, die kein Zuhause haben. Dann hat Erik sich von uns verabschiedet. Euch, liebe Mausfans, fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Adios. Und sich wieder auf den Weg gemacht. Viele von euch haben uns gefragt, was Erik eigentlich heute macht. Und tatsächlich ist super viel bei ihm passiert. Zunächst ist Erik in einen Wohnwagen gezogen, den ihm hilfsbereite Menschen zur Verfügung gestellt haben. Dort war es schon mal viel wärmer als draußen. Es gab einen Heizlüfter. So, geil, ne? Gleich Wärme, ne? Strom für warmes Wasser. Und ein Bett mit einer weichen Matratze. Für Erik war es ein richtiges kleines Zuhause. Und von dort aus ging es auf Wohnungssuche, denn Erik hat beschlossen, festzumachen. So nennen das obdachlose Menschen, wenn sie in eine Wohnung ziehen, also einen festen Wohnsitz haben. Das ist natürlich nicht einfach. Geholfen hat ihm dabei der Sozialarbeiter Ruven Aschemann. Das kann man immer noch gut versuchen, ne? Weil du ja auch einen recht guten Ersteindruck machst. Wenn du erstmal bei der Wohnungsbesichtigung bist, dann kann es ja auch sein, dass die Leute sagen, Mensch, dem gebe ich noch mal eine Chance, ne? Und der macht einen guten Eindruck. Und Erik hatte großes Glück. Schon nach 3 Monaten konnte er eine kleine Wohnung beziehen. Mini-Umzug. Sie sind perfekt. Ihr neuer Wohnungsschlüssel. Hammer. Oh, perfekt, so ein Hackenflitzer. Der Einzug ging schnell. Denn Erik hatte ja nur die paar Sachen in seinem Hackenflitzer. So, na, passt. So, Hammer. Meine neue erste Wohnung seit fast 20 Jahren. Ist das schön. Alles schön weiß. Ja, super. Erik konnte sein Glück kaum fassen. Und dann ging noch ein Traum in Erfüllung. Oh, hier, Badewanne. Ah, herrlich. Und Probe liegen. Die ersten Wochen in der Wohnung schlief Erik wie gewohnt auf seiner Luftmatratze im Schlafsack. Geld für Möbel und das Nötigste, was man zum Wohnen braucht, musste er erst beantragen. Dabei half ihm wieder der Sozialarbeiter Ruven Aschemann. Couch hätte ich gerne. Du hättest gerne, ich schreib's auch. Ich hätte gerne eine Couch. Ja.
Couch, Sofa, okay. Und dann, ja, ein Tisch. Couchtisch? Genau, dann haben wir eigentlich schon alles in dem Zimmer. Ne? Einen Fernseher müssen wir nicht beantragen, kriegst du sowieso nicht. Nee. Okay. Ja. Alles klar. Erik machte sich auf Möbelsuche. Oh ja. 59 Euro. Im Sozialkaufhaus fand er preiswerte, gebrauchte Möbel. Und auch ganz neu für Erik, einen Briefkasten zu haben, um Post zu bekommen. Das ging ja vorher ohne Adresse nicht. Erik hatte Spaß daran, seine Wohnung zu tapezieren. Früher hatte er mal Schreiner und Tischler gelernt. Er hat also ein Händchen für alles Handwerkliche. Schritt für Schritt richtete sich Erik in seinem neuen Leben ein. Das habe ich mir wieder gekauft. Die Matratze habe ich im Internet gekauft. Was für eine Veränderung nach 20 Jahren auf der Straße. Und noch was anderes hat sich verändert bei Erik. Und deswegen hat er uns zu sich eingeladen in seine eigene Wohnung nach Hildesheim. Wie es ihm dort geht und was es Neues gibt, das seht ihr gleich. Ich bin in Hildesheim angekommen und besuche heute Erik. In diesem Haus hier hat Erik nach 20 Jahren auf der Straße endlich eine Wohnung bekommen. Da guck mal aufs Klingelschild, denn auf dem Klingelschild steht nicht Erik, sondern Katja. Warum das so ist und wie aus Erik Katja wurde, das kann sie uns am besten selbst erzählen. Seit Erik, also Katja, eine Wohnung hat, lebt sie als Frau, so wie sie sich schon ihr ganzes Leben lang gefühlt hat. Aber erst jetzt traut sich Katja, das auch allen zu zeigen. Du siehst toll aus, du strahlst so richtig. Ja, nach langer Zeit mal wieder. Ich freue mich sehr, dich endlich wiederzusehen. Ja, geht mir auch so. Lang ist her. Lang ist her. Und damals gab es noch Erik. Katja kannte ich gar nicht. Nee, das stimmt. Die hat sich auch erst danach entwickelt, sozusagen. Du bist eine Transfrau. Kannst du uns mal erklären, was das genau heißt? Das ist ganz einfach erklärt. Und zwar ist es, man wird geboren mit männlichen Geschlechtsorganen, also mit einem Penis, und weiß aber tief im Inneren genau, das ist man nicht. Ich bin eine Frau. Schon als Kind hatte Katja das Gefühl, im falschen Körper zu stecken. Sie sah zwar äußerlich aus wie ein Junge und wurde von allen Erik genannt, aber sie merkte, dass sie innen drin anders war, sich anders fühlte, nämlich wie die Mädchen in ihrer Klasse. Dass sie so war wie sie und nicht wie die Jungs. Ich mochte einfach, wie die sich kleiden, die Kleidung, die Haare, wie die sich geben, das war alles ich. Du hast gedacht, ich möchte auch gerne so aussehen? Ja, ich möchte so aussehen, aber ich möchte mich auch so verhalten wie die. Ich möchte auch so sein wie die. Ich muss als Junge immer diesen starken Max markieren. Ne? Bin Junge. So, ne? Und das passte nicht zu mir. Und gab es nie Momente, wo du zu deinen Eltern gegangen Nein, bist? Ich habe mich nie getraut, selbst im allerengsten Familienkreis darüber zu sprechen. Und das war natürlich auch schlimm. Für ein Kind ist das immer schlimm, so eine Geheimniswelt aufzubauen und die auch bei sich zu behalten. Ne? Ihr ganzes Leben hat Katja ihr Geheimnis für sich behalten. Nur manchmal schminkte sie sich heimlich und zog Kleider an. Aber jetzt mit der eigenen Wohnung kann sie endlich jeden Tag Katja sein. Wow, mit Wanne. Mit Wanne, ja, das war mir ja überhaupt ganz wichtig, dass ich eine Badewanne habe. Ne? Ja. Nutze ich auch echt regelmäßig, dass ich dann mir abends ein Bad einlasse oder so. Und schminke. Ach ja. Also nicht zu viel, also nicht too much, aber ein bisschen muss schon sein. Würdest du sagen, dass du eitel bist? Schon, manchmal schon ein bisschen. Also ich genieße das einfach jetzt, mich zurechtzumachen. Katja zieht gerne Röcke und Kleider an. Jeder soll sehen, dass sie eine Frau ist. Sie will genauso aussehen, wie sie sich auch fühlt.
ganz öffentlich und für alle sichtbar. Das nennt man auch Outing. Das ist Englisch und bedeutet, sich nicht mehr zu verstecken. Hallo, guten Morgen. Hi, hi Katja. Moin. Schön, dass du da bist. Was habt ihr denn heute für mich zur Arbeit? Erstmal ein bisschen Fließ auslegen. Auch auf der Arbeit ist sie für alle Katja. Gerade macht sie ein Praktikum als Haustechnikerin. Wow, und das ist ja mal eine, naja, eine anständige Schuhsammlung. Naja. Was sind deine Lieblingsschuhe? Eigentlich schon diese. Also nicht für den Alltag, sondern wenn man sich mal so ein bisschen aufbrezeln will. Glitzerschuhe. Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du Schuhe mit Absatz anhattest, Pumps? Mit 15 oder 16 habe ich das mal ausprobiert. Heimlich natürlich. Mhm. Und da habe ich mal von meiner Mutter so die Schuhe anprobiert. Ich fand die schön erstmal und dann wollte ich es auch einfach mal ausprobieren, wie ich da überhaupt mitgehen kann, ob ich das überhaupt kann oder so. Ne? Das sah natürlich total stachsig aus. Mittlerweile hat Katja den Dreh raus und kann sehr gut in hohen Schuhen laufen. Sie zieht sich gerne elegant an. Das schafft sie auch mit wenig Geld. Fast alle Sachen hat sie gebraucht, gekauft oder sind Kleiderspenden. Ihr Äußeres passt jetzt zu ihrem Inneren. Was nicht mehr passte, war der Personalausweis. Da stand noch der Jungenname und da war ein bärtiges Männerfoto, das nichts mehr mit ihr zu tun hatte. Um ihren Ausweis ändern zu können, musste Katja beim Gericht beantragen, das Geschlecht wechseln zu wollen. Personenstandsänderung heißt das offiziell. Dazu bestimmte das Gericht zwei Psychologen, die Katja begutachteten und denen sie ihr ganzes Leben erzählen musste. Das war natürlich nicht einfach. Und die entscheiden dann aus den Fakten heraus, ob sie das befürworten oder ob sie das nicht befürworten. Aber das heißt, zwei dir völlig fremde Menschen entscheiden dann quasi darüber, ob du eine Frau sein darfst oder nicht auf dem Papier. Genau. Das ist krass. Das ist krass, weil man schon so irgendwie das Gefühl hat, man ist ausgeliefert. Weil man selbst weiß ja, wer man ist. Mhm. Ja, und es fällt natürlich schwer, sich von Fremden beurteilen zu lassen. Ja. Mhm. Aber Katja konnte die beiden Psychologen überzeugen. Sie empfahlen dem Gericht, Katjas Antrag zu genehmigen und das Gericht entschied. Es wird festgestellt, dass der Antragsteller als dem weiblichen Geschlecht zugehörig anzusehen ist. Was war das für ein Gefühl, als du das hier bekommen hast? Ja, das war Hammer. Ich habe, glaube ich, ein Dauergrinsen im Gesicht gehabt den ganzen Tag und habe dann gedacht, Wahnsinn, jetzt geht's los, jetzt geht's weiter. Jetzt kann ich endlich, jetzt ist es offiziell, ja? Jetzt kann ich endlich meine ganzen Papiere umstellen, meinen Ausweis. Auf Katja dann. Ja, danke. Zeigst du mir deinen neuen Perso mal? Ja, auf jeden Fall, gerne. Oh. So, das ist er hier, mein niegelnagelneuer Ausweis. Katja. Wow. Ja. Das ist ein Unterschied. Erik Mark und Katja. Wahnsinn. Mit dem Gerichtsurteil konnte Katja sogar eine neue Geburtsurkunde beantragen. Und da steht jetzt ganz offiziell, dass sie als Mädchen geboren wurde und weiblich ist. Es kann jetzt keiner mehr behaupten, dass ich ein Mann bin. So, ne? Sondern ich zeige ihm einfach, hier ist der Beschluss vom Gericht und hier ist meine Geburtsurkunde und da steht, dass mein Geschlecht weiblich ist und dass ich Katja heiße. Hm. Jetzt darf ich einfach so sein, wie ich bin. Das war wirklich ein besonderer und schöner Besuch. Wir bummeln noch ein bisschen durch Hildesheim und Katja bringt mich dann zum Bahnhof. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Ja. Es war richtig, richtig schön. War schön. Danke. Bis ganz bald, hoffentlich. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Gute Reise. Ciao. Tschüss, Katja. Und danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.